Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K24 oder eben bei uns ECW 2K24. Unser großer Pay-Per-View Hardcore Heaven steht an. Wir haben viele Matches, viele Titel-Matches auf der Card, viele Multi-Man-Matches auf der Card. Also ich denke mal, es werden wieder zwei Videos werden, dieser Pay-Per-View. Schauen wir uns mal die ganze Card an. Direkt im Opener trifft unser Champion Mike Awesome in einem Falls Count Anywhere Match gegen Rob Van Dam. Auch die Fehde zieht sich schon ein paar Wochen hin. Mal gucken, ob die heute jetzt hier einen Abschluss findet. Im zweiten Match haben wir Eddie Guerrero gegen Kid Cash. Auch die Folge, die Fehde nimmt gerade eigentlich erst so richtig Fahrt auf. Hier Special Guest Referee ist Rey Mysterio. Auch interessante Paarung. Da haben wir einen 8 Superstar 4-Way Tornado Tag. Wir haben die Ball Swinging Freaks, das FBI, die Public Enemy und die Impact Players. Da geht es hier wahrscheinlich auch wieder Richtung Number One, der Contendership für die Tag Team Titles. Dann mal ein Extreme Rules Match, Sabu gegen Cherry Lynn. Jetzt dann noch ein FCW Title, sehe ich hier gerade. Ein Submission Match, Shane Douglas gegen Taz, auch interessant. Dann ein Six Superstar Gauntlet Elimination Match um die Damen Champion Titel. Malita gegen Francine, gegen Tammy Lynn Sitch, gegen Dawn Marie und gegen Stacy Keebler, gegen Chaz. Also fast die ganze Damen Division, die wir hier am Start haben, trifft hier in einem Match aufeinander. Stacy Keebler ist ein bisschen so, ja gut. Dann haben wir ein Brawl, Tommy Dreamer gegen Stone Cold Steve Austin. Auch das könnte interessant werden. Und der große Main Event ist ein Five Superstar Gauntlet Turmoil Match ECW Television Title haben wir Chris Candido gegen Rhino, Super Crazy, Just Incredible und Bam Bam Bigelow. Okay, gut, schauen wir uns an. Fangen wir direkt an mit unserem World Title Match, eben hier Rob Van Dam gegen Mike Awesome, Falls Count Anywhere Match. Ich nehme hier wieder Mike Awesome, ich finde er ist gerade ziemlich dominant, deswegen versuche ich mir damit den Titel zu verteidigen, statt mit RVD den Titel zu holen. Aber wie gesagt, wir können ja auch verlieren, haben wir ja schon gesehen, wir haben auch schon Matches verloren. Oh, der schöner Konter, zieht der RBD die Beine hoch. Und bisher haben wenige wirklich Mike Awesome ja, an den Rand der Niederlage bringen können. Klar, das letzte Match haben sie verloren, das Tag Team Match. Aber da ist auch Mike Awesome einfach gegangen irgendwann. Hat RBD allein zurückgelassen, hat Devon Dudley und Steve Austin. Ja, die haben ja tun, machen können, was sie wollten. Splash. Und sonst Mike Awesome wirklich sehr dominant bisher. Wenig Leute, die ihn an den Niederlage bringen konnten. Aber wie gesagt, wir haben ja gerade im letzten Match gesehen, wie RVD dann noch gegen beide in dem Handicap-Match, das er am Schluss dann war, gekämpft hat und sich auch fast noch den Sieg geholt hat. Wie gesagt, bis es dann doch irgendwann zu übermächtig war die Power von den Gegnern. Mike Awesome holt jetzt hier einen Baseballschläger raus. Hier auch keine Disqualifikation. Also wir können auch mal den Ref eine mitgeben. Jetzt hier erstmal genommen liegen bleibt. Steh auf, Kollege. Oh, bist du da? Gut. Das soll gegen das Gitter gehen, aber RVD kann sich hier schon zur Wehr setzen, kommt hier raus. Also natürlich durch die Baseballschläger jetzt gezeichnet. Habt jetzt hier den Baseballschläger selber. Und hier schlägt auch zu. Ein Powerbomb soll hier folgen auf den geworfene Powerbomb. Oh my God, Awesome. Muss hier noch irgendwas schnappen? Ne, nur den Baseball-Bat. Kann man auch mal werfen. Nächste Powerbomb, wir kennen das Prozedere. Last Ride. Außerhalb vom Ring. Aber die kann jetzt müssen wir mal auskicken mit letzter Verzweiflung. Mike Awesome schlägt hier auf alles ein, der sich bewegt. Monkey Flip. Und dann mit einem Atomic Drop. Back and forth from these competitors.
Ja, der Opener bei Hardcore Heaven. Welches Jahr ist es denn? Na, schwierig. 97, 98, 99. Was kommt? Mike raus mit dem Stuhl um die Ecke. Nächste Powerbomb soll hier folgen. Aber diesmal kann RVD kontern. Schlägt hier rein, kommt. Mike Austin muss hier absetzen. Nächster Konter, wieder kommt RVD, kann RVD die Powerbomb vermeiden. Oder da die Frage, wie lange kann er sich zur Wehr setzen. Und sein Finisher ist halt im Ring. Jetzt hier Alabama Slam auf die, oh, auf die Ringabsperrung. Und dann keine Chance hier rauszukommen. RVD holt es hier tatsächlich im Opener nach dieser Wahnsinnsaktion. Alabama Slam auf die Eisenringabsperrung. Da ist Mike Austin mal richtig in zwei geteilt worden. Und so ist RVD hier tatsächlich im Opener neuer ECW World Heavyweight Champion. Okay. Weiter geht's mit Kid Cash gegen Eddie Guerrero. Special Referee ist hier Rey Mysterio. Und ich glaube hier, also alle drei eine Geschichte miteinander, klar. Und ich glaube, hier spielen wir tatsächlich mal den Special Ref. Das heißt, wir gucken, versuchen das Match fair im Ring zu callen. Außer natürlich, ist uns attackiert irgendjemand, dann müssen wir natürlich hier auch. Sorry, ich habe noch, war noch am Pausen. Jetzt habe ich jetzt Pausen, danke. Rope Break. War allerdings Eddie nicht auf dem Seil, so wie ich das gesehen habe. Count bis 1. Rippen von Kid Cash. Schöner Suplex. Kid Cash hier klar überlegen bisher. Ich glaube, nein, Eddie gibt nicht auf. Kommt hier raus, kann ich mit Punches kontern. Harte Close Line. Rüppeln. Einmal über, einmal unter und dann. Nummer 1. Komm, Seil. Just can't be stopped now. No telling what's underneath the ring tonight. Clearly thinking a steel chair is what's needed right about now. Now he's been put on the defensive. Eddie possibly testing the limits of his opposition. Mr. Clint hier den Stuhl in die Ecke. Was das noch werden soll.
Also Powerbomb, aber da kann Kid Cash kontern. Aufgabe gecheckt. Aber keine Aufgabe. Wieder kann Eddie sich hier rauswinden. Rainbuster. Könnte schon fast gewesen sein. Und das war's. El Guerrero verliert das Match, heißt Kid Cash gewinnt. Und gute Leistung vom Ref. Ich hoffe, den schmeißt jemand da gegen einen Stuhl, der nämlich disqualifiziert, aber. So gewinnt hier Fair and Square Kid Cash. Durch Pin vor der Mitte vom Ring. Zwei schnelle Matches. Jetzt haben wir ein Match, da können es lang dauern. Wir haben einen 8 Superstar 4-Way Tornado Tag. Wir haben die Chair Swinging Freaks. Wir haben das FBI Public Enemy und die Impact Players. Ich weiß auch gar nicht, mit wem ich hier spiele. Einzug mal auf jeden Fall aus, sonst dauert es hier richtig eklig, richtig ewig. Ich glaube, ich nehme mal Axel Rotten einfach. Los geht's. Schauen wir mal, was für ein Chaos das wird. Mal schauen, wer ich bin. Ah, hier bin ich. Ich sehe gerade Siana schon platt im Ring. Und dabei ist es auch schwer, gerade die Übersicht zu behalten, was die anderen so machen. Muss man schauen, sich selber durchblickt, welcher ich denn genau bin. Rocco Rock hängt hier im Tree of Woe in der Ecke. Regeln sind wahrscheinlich hier auch so Mangelware. Kommen wir mal, sagen wir mal zu. Chair Swinging Freak schlägt mit einem Chair zu. Das muss keinen Rap-Bump geben, glaube ich, sonst ist es richtig chaotisch. Also noch mehr als jetzt schon. Das ist Incredible auch, Singapore Kane. Scheint sich aber doch dagegen. Axel Rotten nimmt das gleich mit beiden Mitgliedern von den Impact Players auf. Spinning Elbow außerhalb vom Ring. Mitte gab es gerade einen Pinversuch, ich habe nicht gesehen gegen wen oder von wem. Lass mal hier den Balls Money in Ruhe. Snake Eyes jetzt hier von Big Sally Graziano. Little Guido draußen mit Johnny Grunge. Aber den hier mit dem Singapore Kane schmeißt jetzt auch danach mit Lance, nach Lance Storm damit. Und gerade eine Privatfehde außer vom Ring zwischen Impact Players und den Chair Swinging Freaks. Jetzt noch Johnny Grunge mit dazu. Das FBI hat es in der Mitte vom Ring gerade mit Rocco Rock zu tun. Jetzt hier gerade Big Sally Graziano beide vom Public Enemy rausgeschmissen. So sah es mich gerade zumindest im Augenblick aus. Jetzt ist der Ring komplett leer. DDT von Little Guido. Suplex vom Flyboy Rocco Rock draußen gegen Axel Rotten. Dive von Lance Storm nach draußen auf Big Sally Graziano. Durch auch
schwer zu verfehlen, aber trotzdem. Bringt eine halbe die Ringecke drüber. Jetzt, wie gesagt, Chaos. Auto, der Ref ist der Einzige, wo noch im Ring ist. Ja, das ist ein Problem mit den Multi-Man-Matches, dass halt viel Chaos. Umso mehr Leute, umso mehr Chaos. Nachher wird es ein bisschen entspannter in den beiden Gauntlet-Matches, die wir noch haben. Das ist dann die Leute teilweise nach und nach in den Ring. Jetzt hier auch kein Falls Count Anywhere, das heißt, der Pin muss im Ring erfolgen. Pin im Ring von Axel Rotten und Little Guido. Da kommen wir Justin Credible noch rein. Auch Big Style Graciano kommt dir zur Hilfe. Braucht natürlich dementsprechend auch ein bisschen länger. DDT von Little Guido gegen Axel Rotten. Cover gefolgt. Da ist hier Flyboy Rocco Rock dazwischen. Powerbomb von Johnny Grunge gegen Justin Credible. Krabbelt jetzt Public Enemy jetzt gerade. Ja, Public Enemy. Johnny Grunge pinnt hier Justin Credible und holt so den Sieg und damit die Public Enemy 9 Nummer 1 heraus auf den Tag Team Titel von den Eliminators. Mit letzter Kraft robbt er dann noch rüber. Rock Rock. Setzt ihn noch gegen Lance Storm zur Wehr, der dann zu spät kommt und die Niederlage der Impact Players nicht mehr verhindern kann. Ja, die nächsten beiden Matches machen wir noch. Sabu gegen Jerry Lynn und den FTW-Title und das Submission-Match. Shane Douglas gegen Taz machen wir auch noch. Dann machen wir die beiden Gauntlet-Matches dann in der zweiten Episode von diesem Pay-Per-View. Heißt nächstes Match eben. FTW Sabu gegen Jerry Lynn. Jerry Lynn, ja, Titel geholt. Ziemlich überraschend eigentlich am letzten Match gegen Taz. Mal gucken, ob der Titel jetzt gleich wieder wechselt oder ob. Aber wenn er, wie gesagt, unoffiziell ist. Aber natürlich will trotzdem Jerry Lynn hier den Titel verteidigen. Sabu als erstes im Ring. Herausforderer kommt immer zuerst. Und damit auch. Jerry Lynn, FTW. Und wir haben auch FTW Rules natürlich. Geht hier Jerry Lynn gleich aufs oberste Seil rauf. Will das selber überraschen, aber er hat den Braten gerochen. Wir bin in die Ecke. Unser Sabu abgefangen, Jerry Lynn mit dem Punch. Ich gehe daneben. Reversal. Splash geht daneben. Viele Reversals in der kurzen Sequenz jetzt schon. Spear von Jerry Lynn, gleiches Cover, das folgt. Aber kann den Überraschungsmoment nicht ausnutzen. Wartet hier auf dem obersten Seil, bis Sabu wieder auf die Beine kommt. Atomic Drop. Nee, Double Axe Slam. Der Cover auch noch nur bis 1. Double Axe Drop war es übrigens vorhin. Leg Drop. Knee Drop. Ist auch da klar. Der Kopf, den hier Jerry Lynn anvisiert. Natürlich für den Spike Pile Driver auch vorbereiten. Für seinen Finisher. Natürlich voll auf den Kopf geht. So, jetzt für Sabu jetzt rausgehen, aber da kommt der Reversal.
Shining Wizard am Boden. Und DDT noch gefolgt von Sabu auf den Betonboden. Schmeißt Jerry Lynn mit der Mülltonne nach Sabu und holt ihn so von den Beinen. Jetzt noch mal einen Stuhl nachsetzen, aber auch da kann wieder Konter. Wie gesagt, viel Konter in diesem Match. Setup von Sabu war gleich unterbunden. Jetzt mit dem Kopf auf die Mülltonne. Wie dann das Jerry Lynn gleich wieder schnappt, damit zuschlägt. Und Sabu somit zum Bluten bringt. Ja, irgendwas machen eigentlich. Mal irgendwo hinklemmen. Sabu krabbelt jetzt in die Ecke. Schon stark gezeichnet von diesen Aktionen, vor allem mit der Mülltonne jetzt auch. Breaker. Aber Versuch von Sabu. Und auch Charlin schnell raus. So, Anderson Piler, der geht auch durch Sit-Out Piledriver. Nur bis 2. Das heißt, jetzt muss der Spike-Piledriver kommen. Ob das Sabu nochmal rauskommt. Spike-Piledriver. Boah, das muss gewesen sein. Sabu krabbelt zwar noch weg, aber ich wundere mich, wenn er da nochmal rauskommt. Ja, das ist das Finish. Jolin verteidigt hier seinen FTW-Title zum ersten Mal. Und bin gespannt, wann da hier Taz wieder Ansprüche stellt, sich wieder zurückzuholen. Wird sicher nicht lange auf sich warten lassen. Und damit geht es das nächste, gerade wenn wir von Taz reden, geht es im nächsten Match eben auch mit Taz im Submission Match gegen Shane Douglas. Einzüge machen wir auch aus. Er ist natürlich nicht nur eine Human Suplex Maschine, sondern auch eine Submission Maschine. Die Taz Mission, auch da bisher wenig Leute rausgekommen. Gucken, ob es der Franchise schafft, der eigentlich weniger für Submissions bekannt ist. So, hier durch den Franchise noch nicht wirklich Land bei uns gesehen. Also war der erste richtige ECW Champion, wenn man so will. Ready to back Suplex. Kontert von Shane Douglas. Oder gekontert. Clothesline von Taz. Schöner Slam hier vom Franchise. Jetzt hier Taz wirkt. Das Submission Match, da geht es um Aufgabe. Da hat es nichts mit Disqualifikation zu tun. Auch kein Pin hier möglich. Also geht rein, wer seinen Gegner zur Aufgabe zwingt. Wie es Taz hier auch versucht. Auch noch früh im Match kann Shane Douglas durchrollen und kommt so aus diesem Versuch raus. Das haben wir jetzt in dem Match häufig gesehen, dass beide versuchen werden, hier den einen oder anderen Aufgabenmove zu setzen. Clothesline aufs oberste Seil. Aggressive Angehensweise hier von Taz jetzt. Jetzt mal die Beine attackiert, hier dann aufgehoben von den Beinen gezeigt. Auch da Shane Douglas schnell ausweichen können, bevor hier mehr Schaden entsteht. Der Overhead, Belly to Belly. Was Shane Douglas auf jeden Fall vermeiden muss, ist hier in die Taz Mission zu geraten.
Neckbreaker. In die Ecke. Setzt es hier Shane Douglas das oberste Seil. Möchte auch dann Suplex folgen. Ja, Belly to Belly vom obersten Seil. Und Spinekick. Nochmal einer. Der ist jetzt hier richtig siegessicher. Shinbreaker. Test Mission, aber da kommt. Da kann Shane Douglas noch kontern, bevor die Test Mission angesetzt wird. Nimmt jetzt hier Tess hoch. Ja, auch hier, da kommt hier raus. Passplex. Jetzt wieder. Test Mission Ansatz. Gucken wir, ob hier Shane Douglas nochmal rauskommt. Nein, das ist nicht der Fall, das war's. Taz gewinnt hier die Submission Match mit der Taz Mission. Submission Matches are all about imposing your will on your opponent, as we can see right here. Also da wird ein weiteres Aufeinandertreffen zwischen Taz und Cherry Lynn nicht lange auf sich warten lassen, glaube ich. Nur Taz hat jetzt hier noch nicht genug. Ist noch ein bisschen weiter. Habt ihr jetzt noch einen Stuhl? Ein Baseball-Bat ist es sogar. Schlägt noch weiter auf. Ja, die beiden haben jetzt keine Fehde ineinander, aber Taz ist natürlich wütend, weil er eben seinen Titel verloren hat. Und der Ringrichter bekommt jetzt hier noch was ab. Der kann am allerwenigsten dafür. Der hat im Champion-Match damals nur in der Pin gezählt. Eine klare Statement hier nochmal von Taz, dass mit ihm zu rechnen ist. Machen wir hier mal einen Cut und dann geht's mit den beiden Gauntlet-Matches und dem Brawl zwischen Tommy Dreamer und Steve Austin in der nächsten Episode weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und denken, sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao.